Hallo Freunde, was geht ab? Willkommen zurück bei einer neuen Runde My Cortex Altes Live Special. Und dieses Mal ist das Event mal wieder ein Kart-Event, aber wir haben es gerade auf der Kartbahn versucht. Es lief nicht ganz so gut, obwohl die überarbeitet wurde, und dafür gibt es jetzt ein ganz besonderes Special, weswegen die Karts hier mitten aufgestellt werden. Wird knapp, reicht aber im Normalfall. Und zwar, wir sind hier oben an der Polizeistation, an der Autobahnpolizei, und es geht ab. Wir müssen hier runterfahren, auf der Hauptstraße entlang, Freunde. Ach, ich zoome jetzt einfach mal raus. Bis nach Kavala. Wer in Kavala ankommt, hat gewonnen. Ja, bitte. Und das geht hier lang überall, Freunde. Immer der orange Straße folgen quasi. Versuch das mal so ein bisschen so. Bisschen so raus zu zoomen. Da geht's auch noch lang. Hier geht's dann hoch. Um das Polizei-Airfield-Haku rum. So, jetzt müssen wir mal gucken. Da gibt es natürlich jetzt zwei Wege, ne? Da ist die Frage. Weil ich denke mal, man muss oben lang fahren, es geht schneller. Denn dann kommt man hier durch. Da ist leider gerade ein bisschen langsam. Da lang, da hoch. Und dann kommen wir wieder, also da ist der Start. Den ganzen Weg müssen wir lang fahren. Das wird richtig heftig. Und ich mache jetzt mal den TS wieder an, denn da sind auch die ganzen anderen Verrückten. Moin, Freunde. Hallo. So, die sind alle da. Mitfahren tut aber leider nur der Tech. Der steht neben mir hier. Da ist er. Tech-Tube, einmal salutieren. Alles klar. So. Und komm, da stehen die Karts schon. Jetzt bitte ich mal an alle so Teilnehmer. Nur der Tech, so, alle Teilnehmer hier vorne hin, das waren 9 Leute. Du auch nicht dabei? Ja, die? Doch, ich bin dabei. Ich muss aber mitkommen. Keine neueren dazu. Das ist der falsche Heli. So, oh, ich stehe okay. An alle Teilnehmer, die sich jetzt eben gerade dafür angemeldet hatten. Ich drücke jetzt mal kurz auf direkte Kommunikation durchgehen, damit ihr mich hört. Also am besten ihr macht es auf, falls ihr was dazu zu sagen habt oder mich was fragen wollt. Moment, kurz der Heli. Na, wir kommen da schon wieder mit dem Heli an. Kann ich jetzt mal aus der vorne oder nicht? Na super. Okay, weiter geht's. Das wird richtig cool, Freunde. Das wird richtig geil. Alter, was machen die hier denn mit ihren scheiß Leuchtdinger da? Sorry, Rauchgranaten. Sorry Jungs, aber ich brauch mal den Spawnpunkt für die Autos. So, könnt ihr euer Auto ein Stück auf Seite fahren? So ein illegales Straßenrennen? Die sind zwar zu früh geworfen, aber passt schon. Ich bräuchte mal den Spawnpunkt, weil mir wird angezeigt, dass die mit Fahrzeug auf meinem Auto ist. Also alle, die jetzt vielleicht noch Fragen wollen oder vielleicht Fragen haben, bitte direkte Kommunikation doppelklicken. So, ja, machen, du hast die Waffe. Ich geh jetzt mal kurz auf die Map und sag, was wir fahren. Wollt ihr dir auch ein Auto holen oder soll ich dich irgendwo mitnehmen? Von der Autobahnpolizei fahren wir immer die Hauptstraße entlang. DP14 bei Paros. Okay, alles klar, danke. Immer Hauptstraße entlang. Bei DP3, also über DP13 bis zur oberen Zollstelle. Okay, hier lang. Soweit. Weiß ich. Soweit habt ihr es trotzdem jetzt verstanden. Also bis. Immer die Hauptstraße entlang, DP14, DP13, dann die Zollstelle, dann fahren wir, da ist... Man versteht halt gar nichts. So, da ist schon mal der erste Check, was denn, was da sind die Polizisten von uns, ja? Also die da nicht ankommen, ja, die sind dann automatisch ausgeschieden. Aber ich hoffe mal, wir werden da alle ankommen. Wenn nicht, muss man halt manchmal ein bisschen vorsichtiger fahren. So. Denn bis von der oberen Zollstelle geht's ohne Pause gleich weiter durch. Da geht es dann auch der Hauptstraße weiter entlang. Am Airfield vorbei, DP12 vorbei, DP11 vorbei, am Donator Shop dann vorbei, Ölhändler, Möbelhaus und dann bis Kavala. Wir treffen uns alle an Kavala Marktplatz. Der zuerst an Kavala Marktplatz ist, hat gewonnen. Okay, cool. Alles klar. Alles klar, soweit jeder hat es verstanden. Immer Hauptstraße. Die Strecke ist jeder von euch schon mal gefahren wahrscheinlich. Ich mache mir trotzdem Wegpunkte. So. Nein. Also meine Wenigkeit, Mist, der Blazer, immer dasselbe. Und der Lukas, wir sind auf die letzten drei Plätzen, ja? So. Dann kommt der iPlaybaum ganz vorne in der ganz vorderen Reihe. Weil der Crazy, der eben gerade auch sehr gut gekämpft hat, der kommt gleich daneben. So. Und die anderen drei, 3, 2, 1, los, wer einen Quad gefunden hat,
Auf geht's, hopp auf! Oh toll, ich muss in der Mitte losfahren. Gut. Und schon haben wir euch aufgeteilt. jetzt nochmal zu den Regeln. Bei euch denn irgendwelche Händler oder sowas zur Zeit? Ja. Denkt einfach daran, es ist wie Mario Kart. Werft einfach, eine Bananenschale und hofft, dass er ausrutscht. Und viel Glück, dass keiner hier irgendwie durch irgendwelche Sachen, keine Ahnung, behindert wird. Ich habe noch eine Warnung kurz an alle, die dann nach Kavallerie reinfahren. Da haben wir derzeit einen Schuss gefällt in der Nähe des Fursifelds. Einfach okay, durchbrettern. Einfach durch. Also, aufpassen. Seid ihr schon losgefahren? Nehmt es, seht es einfach als illegale Straßenrennen an, ohne dass die Polizei euch anhalten darf. ich wünsch euch viel Spaß. Und wie eben gerade schon, wenn der Dennis anfängt durchzuschießen, geht es denn los, ja? Okay. Viel Spaß für euch alle. Jo, euch auch, alle. Jeder. Das wird witzig. Das wird witzig. Ich drück schon mal Shift. Ich aber auch. Damit es gleich den Mario Kart Turbo Start gibt, ne? Kennt ja jeder. Ja. Alter, ich lache, wenn in irgendeiner Kurve alles explodiert, ne? Ist so. Ich habe meinen Motor wieder ausgemacht. Motor starten! Was? Was macht der denn da? Wie unfair! Seid ihr schon losgefahren? Nein, nein. Will ich zumindest noch sehen, den Start da. Komm nämlich gerade da an. Halt der Baum, paar Meter noch vor. Ja. Hab ich keine Energie. Noch ein bisschen. Stopp. Auf der Plätze. Oh, ich bin gut weggekommen, ich bin auf Platz 2! Yeah! Oh, ihr glitscht. Oh, ich fahr auf der linken Seite, Alter, der glitscht aber wirklich hier. Oh, ich bin echt gut weggekommen, Oh, der glitscht extrem, ich trau mich gar nicht. Oh, ich bin auf der Innenseite! Ich überhole ihn! Oh, Kopf an Kopf geht's hier, Ey Manny, wenn du hier bist, kannst du mich mitnehmen? Das Problem ist, hast du ein Toolkit? Oh, Alter, krass. Okay. Hast du Minimap Auftank? Oh, jetzt fährt er auf der Innenseite, Problem ist bloß, das Ding ist komplett im Arsch. Nein, dein Kart ist schon kaputt? Ja, direkt am Start. Wieso? Wer ist hier reingefahren? Ja, ich bin rechts rüber, um den zu überholen. Auf einmal, bam, lag ich auf dem Dach. Scheiße. Dankeschön. Guten Abend. Hi, Dennis. hast du ein Toolkit? Ich hab eins. Ja, warte mal, der Jackie hat keinen. Okay, ich bin auf Platz 1, Tech. Nice. Sehr gut, Janni, sehr gut. Jetzt fahre ich meine Ideallinie. Und dann geht es. Miau! Alter, ganz näher. Ideallinie. Irgendwie habe ich das Gefühl, das wird nichts. Wow. Ja, die sind aber nah hinter mir. Aber ich gebe mein Bestes. Oh, achso, ich wollte gerade sagen, warum ist auf einmal so Licht? Aber okay, Heli von oben. Okay, ich versuche immer nur ganz vorsichtig zu lenken. Damit ich ja nichts von den 100 km/h verliere zwischendurch. Dann kannst du mein Auto reparieren. Bin on the way. Boah, die glitscht aber ganz schön. Oh, nicht mehr lange, dann kommt die erste richtig harte Kurve. Scheiße. Fuck, Alter. Fuck. Die wird kacke. Jadi, ich räume das jetzt von hinten auf. Okay, gib Gas, Kette. Gas. Haben sie nicht mehr. Meine Hülle, meine Engine und mein Fuel war rot. Und das Ding ist nicht hochgegangen. Kann sie nicht nehmen. Ich bin gut durchgekommen. Okay, jetzt kommt die harte Kurve. Okay, trotzdem gut durchgekommen. Okay, ich gebe Gas.
Komm ja die weiter. Oh, Freunde, das könnte vielleicht das erste Mal sein, dass KRK in irgendwas nicht sofort rausfliegt. Wenn ich keine Scheiße baue. Der Weg ist noch lang und ich baue bestimmt Scheiße irgendwann. Ja, nie. Und lass dir auch nicht den Sprit ausgehen. Ach du Scheiße, ja. Oh, der ist schon ein ganzes Stück weg. Was? Der Sprit ist schon ein ganzes Stück weg. Oh, da kommt die nächste scharfe Kurve. Okay, bin drum, bin durch. Oh, ich guck mal nach hinten. Oh, ich habe ein bisschen Vorsprung, aber nicht viel. Oh, gleich kommt DP3. Nach hinten gucken ist eine schlechte Idee. Was? Nach hinten gucken ist eine schlechte Idee. Na, das mache ich nur, wenn ich wirklich geradeaus fahre. Okay, gleich kommt eine scharfe Rechtskurve. Da ist sie. Wieso passiert mir das eigentlich immer, dass ich direkt am Anfang geflippt werde? Keine Ahnung. DP13, die scharfe Rechtskurve, kannst du mit Vollspeed durchfahren? Da ist rechts so eine Art Parkplatz, da kannst du quer rüberbretzeln. Geil. Ich bin bei DP40. Ich fahr wieder 100. Ich bin gut unterwegs, Tank. Wo bist du? Keine Ahnung. Ich bin gerade DP13 vorbei. Und fahre hier einsam, wie ein einsamer Wolf vor mich hin, in meinem Kart, in meinem blauen... Oh, ich habe ein bisschen Vorsprung, Tank. Oh. Alter, ich back hier in so einer Laterne. Du backst in der Laterne? Ja. Scheiße, muss ich da vorne jetzt gleich links? Na, ich glaube, ich muss da vorne links. Okay. Links-Rechts-Kurve. S-Kurve. Okay, da baller ich mit Vollspeed rum. Ich probiere mit Vollspeed. Ich back hier irgendwie in der Laterne. Hier steht ein kaputtes Polizeiauto. Okay, ich bin durch. Mit Vollspeed kannst du die Kurve durchfahren. Oh, ich bin gleich an der Zollstelle. Alter, ich bin gerade mal bei DP14 vorbei. Scheiße, da sind so viele Lichter. Okay, da kann ich durch, oder? Kann ich da durch? Ich kann hier durch. Okay, ich bin durch die Zollstelle durch. Mit Vollspeed 100, obwohl da gerade ein Polizist was auf der Straße gelaufen ist. Okay, ich geb Gas. Alter, das könnte ich vielleicht... Vielleicht. Der ist hinter mir. Ich glaube, der holt auch da hinter mir. Ich weiß nicht wie, aber... Der ist nicht mehr so weit weg. Okay, weiter. Weißt du, wer das hinter dir ist? Naja, kenne ich leider nicht. Keine Chance. Ich traue mich auch immer nur ganz kurz nach hinten zu gucken. Oh, jetzt kommen ein paar Kurven. Jetzt geht's ein bisschen ab hier. Okay, die Kurve ist ein bisschen enger. Da stehen auch Schilder. Oh, 80. Das Gute, du kannst hier immer noch ein bisschen auf die Grünstreifen ausweichen. Ja, das stimmt. Habe ich gemacht? Nein, ich habe Unfall gebaut. Nein. Doch. Scheiße, ich bin nur noch Zweiter. Fahr. Ja, mach ich. Nein. Scheiße. Und hinter mir ist genau noch einer. Fuck. Okay, jetzt gebe ich Vollspeed. Jetzt gehe ich scheiß drauf. Jetzt immer nur noch Schiff rum. Fahrzeug geht wieder. Shit. Verdammte Scheiße. Okay, jetzt geht's hier gleich links rum. Ich bin gleich an der Zollstelle. Ich bin jetzt beim Airfield, Linkskurve hinter Airfield. Jo, ihr seid ja meilenweit weg. Fahrt ihr eine Runde oder fahrt ihr irgendwie... Bis nach Kavala. Also kann ich jetzt auch ganz normal bis nach Kavala. Ja, eigentlich schon. Scheiße, ich Idiot, ey. Ich bin vom Gas gegangen, in der Kurve Gas gegeben. Dann bin ich abgegangen. Ey, das gibt's doch nicht. Der Sanitäter Darius ist ein bisschen wahnsinnig mit seinem Hummingbird. Ich langsam echt keinen Bock mehr auf diese Kack-Autos, Alter. So auf den Sack. Alter, diese blöden Riesensteine. Alter! Wer war das denn? So. Bin jetzt an der Zollstelle vorbei. Ich war jetzt gerade vorbei an der Kartbahn an der Kleinen hier, beim Airfield. Ich bin nicht einmal von den 100 runter.
Ey, ich bin so ein Depp, Alter. Ich hatte einen Vorsprung, ey. Ich bin so blöd. Nein, nein, nein. Komm, Jani, den holst du dir wieder. Ja, der langsam hat aber echt einen kleinen Vorsprung hier. Aber ich versuch's natürlich, ja. Ich versuch die Ideallinie zu halten. No! Alter. Okay, mini Mistake. Bin gegen eine Wand gefahren. Oh. Kaputt? Nö, nö. Ich bin jetzt bei Telos. Okay. Oh. Da war ein Schild. Scheiße. Oh, ich bereue das gerade so. Okay, eine Chance habe ich noch auf jeden Fall. Die scharfe S-Kurve, die kommt beim Zementverarbeiter. Also ja. Steinverarbeiter. Wenn ich da schneller rumkomme, könnte ich echt noch eine Chance haben. Ich bin jetzt rechts vom R4. Okay, ich gebe aber, wir versuchen. Tech, hol auch auf, hol auch auf. Tech, hast du noch jemanden hinter dir? Nö. Der andere ist komplett kaputt und ist race-quitted. Okay. Oh, Alter! Was? Ich bin gerade durch einen Feuerball durchgeflogen, weil vor mir ein Handy explodiert ist. Jo. Alter, richtig geil! Und weißt du, was das Schärfste ist? Der Form ist dabei explodiert. Lol. Der ist reingefallen in die Heli, in den Heli-Absturzding. Ja, das war dieser Juan Cortez, ne? Kann sein, ja. Oh, fuck, Alter, das tut mir... Juan Cortez, ganz ehrlich, das tut mir leid für dich. Ich hätte dich gerne noch versucht, so zu überholen. Aber das war hart. Das war hart. Blazer wurde getötet, sehe ich gerade. Ich habe auch nur noch 14 HP. Okay, ich bin mit Vollspeed, mit Shift um die Kurve rumgefahren. Und der hinter mir leider auch. Verdammte Axt. Bist du jetzt wieder Erster? Ja, jetzt bin ich aber der Gejagte, weil der ist genau hinter mir, Tech. Vielleicht 3 Kartlängen, wenn überhaupt. Und die ganz ehrlich... Lol, Juan Cortez, VDM, wann? Hä? War er in dem Heli? Scheinbar. Scheiße. Aber das war ein Polizeiheli, oder nicht? Okay, ich bin jetzt gleich bei der scharfen Kurve beim Ding. Ich bin jetzt bei DP12. Scheiße, das wird kacke jetzt. Jetzt muss ich echt einfach... ein bisschen Glück haben auch. Okay, um die erste bin ich rum. Um die zweite bin ich auch rum und ich bin noch vorne. Ich traue mich gerade nicht nach hinten zu gucken. Oh, meine Finger verkrampfen voll, weil ich die ganze Zeit Shift drücke plus Gas plus Lenken. Ja. Okay, 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 es geht geradeaus. Ich guck mal nach hinten. Ja, ich habe einen Vorsprung rausgefahren. Oh, bitte jetzt keine Scheiße. Keine Scheiße. Puh. Der Jardi ist weg. Er ist auf Platz 1. Ich habe gerade welche überholt. Oh, Gutek, Gutek. Ich habe den Feuerball überholt. Alter. Hast du... Ah, nee, warte, ist da meine Heli-Absturzstelle vorbei? Ja, ja. Geil, oder? Ey, Tech, glaub mir, das Video musst du dir angucken. Ich bin durch den Feuerball hindurchgefahren. Und dann stand der Heli da. Du weißt doch, ich guck jedes Video. Dann stand die Heli, also der Heli-Schrottding da auf meiner linken Seite, bin ich am Flügel vorbei, so rechts. Richtig geil. Oh, bei mir hat gerade das Spiel voll geleckt. Ja, das war aber ein Server-Lag. War bei dir auch, ja? Ja, ja. Okay. Der Pixel hat mir gerade geschrieben, er findet mein Intro richtig cool. Danke, Pixel. Das habe ich gemacht bekommen. Und zwar von Simon ja, Bote. Ja, das gemacht bekommen. Ja, das Intro habe ich gemacht bekommen. Der hatte gefragt, dass er sowas freiwillig macht, hobbymäßig und so, habe ich gesagt, gerne.
Hat er mir gemacht. Kann ich nur empfehlen. Simon Bote. Auf Facebook findet man den gut. Da einfach anschreiben. Der macht das gerne. Der macht das für jeden. Also wenn du einen Channel hast oder so, Pixel, ich weiß ja nicht genau, wer du jetzt genau bist. Und du brauchst eins, schreib ihn an. Simon Bote. Mit TH. Also B-O-T-H-E. Ich bin jetzt bei DPL. Ich bin gleich Möbelhaus-Tech. Ich schaffe es. Oh, mein Fuel ist nur noch halb voll. Nicht mal mehr ganz halb voll. Meiner ist jetzt nur noch halb voll. Aber Tech, ich schaffe es. Wollt ihr wissen, ob ich für ein Auto habe? Was denn? Polizeiauto. Was für ein Auto? Polizeiauto. Hast du geklaut? Nein, der stand da rum. So, da brennt's noch. Also hier sind zweimal was explodiert. Okay. Ich muss aber auch dazu sagen, mir ist einmal der Schlüssel abgebrochen. Ach so, du hast also den Universalschlüssel namens Dietrich benutzt, ja? Ja, genau. Ach so, okay. Ich glaube, ich habe gerade den Blazer überholt. Boah, korrekt. Nee, der Blazer wurde doch getötet. Ja, deswegen. Ach so, okay. Da brannte nämlich ein Kart. Ach so, okay. Fahr jetzt mal die Straße ab, die ihr auffahrt, und fahr mit dem Polizeiauto nach Cavalla. Will ich den da ab. So, ich darf mich jetzt nur auf die Straße konzentrieren. Dann gewinne ich das Ding hier. Über mir fliegt ein Heli die ganze Zeit, der spendet mir Licht. Das ist sehr nett. Aber ich muss sagen, ich habe nicht einmal Nachtsichtgerät benutzt, die ganze Zeit benutzt. Ich habe auch noch nicht Nachtsichtgerät an. Okay. Ich bin gleich am Pfirsichfeld, hier war die Schießerei, ne? Ja. Okay. Einfach durchbrettern. Mach ich auch. Da steht ein Auto. Okay, ich baller links dran vorbei. Einfach durch. Mit dem Kart vorbeigeballert. Okay, jetzt geht's ab nach Cavalla. Oh, meine FPS brechen gerade ein. Scheiße. Ja, das ist Cavalla. Ich habe nur noch 16. Ich bin gleich Höhe Donator Shop. So, ich bin jetzt Cavalla Rothschild durch. Ich fahre jetzt am ADAC vorbei. Tag, wir gewinnen das Ding. Welcher bist du denn? Ich bin Erster. Sehr gut. KRK kriegt Asche, Tag. Jawohl. Jetzt hat der Pixel mir gerade noch eine Nachricht geschrieben mit seinem Channel oder so. Ich weiß nicht genau. Ich kann es nicht genau sehen. So, und ich bin durch. Ich bin am Kavala-Marktplatz. Wuhu! Ey, von mir fährt einer. Gewonnen. Dich hole ich mir. Miau, ich hab gewonnen. Herr Polizist? Ey, ja, die. Herr Polizei? Ich sehe einen vor mir fahren. Hey Pixel! Ich hab deine Antwort eben gerade, deine zweite Nachricht leider nicht gelesen. Musst mir bitte nochmal schreiben. Crazy, wieder sehr, sehr gut. Gutes Rennen, ein Playbaum. Gutes Rennen. Lass mal woanders hingehen. Und zwar der gefahren ist. Super gefahren, Crazy. Ja, ich muss da so einen explodierenden Kurzstopp machen. Ja, hör ich. Ja, danke schön. Ich hab gerade das Kart-Ding gewonnen. Wir reden danach, okay? Wir brauchen Hilfe! Ach so, geil, herzlichen Glückwunsch! Dankeschön! Aber war auch ein bisschen Glück, vor mir ist ein Heli explodiert, ich bin durch den Feuerball gefahren und der vor mir war, der ist dabei leider kaputt gegangen. Ich bin fast gerade ausgewichen. Ja, ich bin mitten durch! Da habe ich scheinbar auch irgendwelche Leute überholt, hatte ich das Gefühl. Ja, ich bin jetzt gleich Pfirsichfeld. Ich war eigentlich schon vorne, aber da ist mir der ein Heli reingecrasht. Oder wessen Kart ist das? Ich meine, das war sowieso klar, dass ich keine Chance mehr auf den Sieg habe nach dem Start, ey. Das ist offen. Also aber ein paar habe ich noch überholt. Mein Kart ist das hier, wo ich jetzt direkt vorstehe. Achso, okay. Jani, wie viele sind schon in Cavalla? Oh, 4 oder 5? Okay. Einmal bitte auf den Kart aussteigen. Ich bin jetzt am Ortseingangsschild. Der Tech kommt auch jeden Augenblick. Bam, na das passt ja. Geiles Bild. Ein herzliches Glückwunsch. Ja, danke schön. Glückwunsch, Dirk. Sehr gut gefahren, Dirk.
Hier steht ein Hemmel mit einer Straße. Das sind im Moment Jardiki, Highclaybaum, Crazy und Super. Boah! Alter! Alter! Ja, hier standen überall Menschen! Das können wir aber noch üben mit einem Hype-Tech-Tube. Ein Hab ich irgendwen überfahren? Nee, aber mich fast! Zentimeter weg! Höchstens! Mensch, Jardi, sehr gut. Ihr das ja, danke! Techie, bist du auch schon am Meister? KRK ja. Hat auch mal was gewonnen! Kannst du mich abholen, bitte? Oder was? Erstens, ich muss zum Krankenhaus, hab nur noch 24 Pferd. Und, zweitens ist mein Polizeiauto, was ich mir notdürftig leihen musste, auch gerade kaputt. Wenn die Fahrer mal weg. So, dann bin ich da wieder rausgekommen und in der Todeskurve, als ich fast bei dem Lukas mit dran war, da hab ich gedacht, cool Kit zu besorgen, aber ich brauche einen Fahrt, aber durch. Automaten hier. Das Scheißding explodiert. Ja, ich weiß leider ach, nicht, was los war. Bei der da war. Ich war die ganze Zeit Erster, hab einen Fehler gemacht. Dankeschön, wurde überholt. Und dann ist vor mir ein Heli abgestürzt. Und ich bin durch einen Feuerball durchgefahren. Und den anderen hat's wohl leider erwischt. Ach, wieder die guten Piloten. Tut mir leid für den, der Erster war in dem Augenblick. Feuerball. Wir gucken ja alle die Videos von Jardi, ne? Einmal bitte zum Bankomaten. Okay, wir sollen einmal zum Bankautomaten. Es gibt Geld, Tank, es gibt Geld! Wuhu! Komm, Jardi! Aschi, Aschi, Aschi in die Taschi! Alter, derbe laut der Heli hier. Landen wir doch mal! Sanitäter Darius, ja, das passt. Ja, ja, die kommen, aber dafür, dass ich ganz am Anfang raus war, ehrlich mal, Tank. Hab ich doch noch gut aufgeholt, Tank, einmal oder? Salutieren. Hast du super gemacht, Tank. Bin stolz auf dich. Alter, können die jetzt mal wegfliegen? Ja, die hast du schon was gekriegt? Nein. Ich möchte mich einmal bedanken für diesen Preis, den widme ich meiner Mami. Ist jemand, wo der Ickes mit im Raum ist? Playbaum, bei dir ist der Ickes mit im Raum. Sag ihm mal bitte, er soll hier wegfliegen, bitte, ja? Ja, die Hände hoch. Hände hoch. Einmal bitte, weg. Da vorne fährt noch ein Quad, das Quad ist einmal wegfallen. Erstmal vorsichtig drücken. Bullet, die Liste der Gewinner habe ich neben mir. Bitte? Die Liste der Gewinner habe ich neben mir. Alter, was macht denn? Wer hat jetzt ein Handy an? Merni. Handy weg! Och, Merni. Jetzt geht's erstmal zu dem Ersten. Und zwar erfolgreich, sehr gut mitgemacht. Hatte da der iPlay-Baum. Ja? Und der Crazy. Ihr beide bekommt jetzt erstmal eine Kleinigkeit. Ach so, das geht wahrscheinlich mit da drinnen mit rein. Ja, dann haben wir nicht gewonnen, Tech. Nee, das, du warst ja beim zweiten Erster. Ach so. Da kriegst du, glaube ich, jetzt was. Ein kleines Goodie. Wie kriegst du das? Keine Ahnung, mal gucken. Ein Medic! Flach. Oh, danke schön. So, und der Crazy. Bitte schön. Ja, auch. So, und der Blazer, der hat auch so... Bitteschön. Eine Kurve. Ready! Bitteschön! Jawohl, Dollar! So, gut. Das war schon mal vom ersten Rennen. Dann bitte die drei Leute. Da würde ich ganz gerne einmal nochmal den Eisbaum nach vorne sitzen. Dennis? So, Sendung, Der Dadi. Der war Zweiter und dann jetzt nochmal den Dritten, das war auch der Crazy. Ach ja. Super. Bullet, Jardi. Also top gemacht, Jardi Jungs. Der Erste eingetroffen. Jardi war Erster, genau. Ja, ich hab gewonnen, endlich mal. Etwas. Können die ganzen Heli sich jetzt endlich mal wirklich verziehen? Ja, Mensch. Jardi, warst du vor iPlay-Baum da? Ja, ich hab gewonnen. Ja, war er.
Dennis hat mir gesagt, ich sollte aufschreiben, ich hab's gemacht, oder? Playbaum, du warst weiter, ja? Ja, war von mir gestartet, stimmt. Ich hab 1 Million gekriegt. Ja, nice. Wir haben 1 Million gleich an mich abdrücken. Oh, doch nicht. Was denn? Wir haben 1,5 Millionen gewonnen. Jawohl. Hui, hui, hui. Leute, ich spawn jetzt in Kammer. Ganz, ganz starke Zeiten wieder von euch. Nur Scheiße. Ich bedanke mich fürs Mitmachen. Ich hoffe, wir haben nächste Woche, übernächste Woche wieder so ein erfolgreiches Event. Und ich hoffe, dass dann noch mal ein paar mehr mitmachen. Ja? Auch im Spiel, Pidi. Dann bedanke ich mich bei euch und wünsche euch noch viel Spaß. Danke. Dankeschön. Und, vom ersten Event. Hast du jetzt 1,5 Millionen gekriegt? Ja. Wollen noch auf der Kartbahn. Da steht dann jetzt noch bei der Eisplaybaum bei uns mit den Crazy der auch sehr gut. Das zweite Kart-Event steht dann auch der Jadi als erster bei uns auf der AP. Cool! Oh, Jadi! Habt ihr gesehen? Juhu, wer von euch hat's noch? Wer das sehen will, kann mich sehen auf der Homepage als erster. Woo, ich glaube aber einen Preis! Hey. Danke! Cool, cool, cool! Woo. Wir haben gewonnen, Freunde! So, das war die Special Rennen. Ja, die vom, du hast gewonnen. Ja, Virtec vom MyCortex Kart Event. Damit beende ich diese Aufnahme und ich hoffe, das nächste Event wird genauso cool. Also haut rein, Freunde. Ciao. Macht's gut. Tschö. Ja, die, ich verbeuge mich vor dir. Ja, ich bin auch. Freunde, das war's endlich. KRK hat endlich mal ein Event gewonnen. Endlich, Alter. Wuhu! Und dann noch das Kart-Event. Und dann war's auch noch ich. Der Jadi. Naja, damit hätte ich nicht gerechnet. Er hat gerechnet. Aber so ist das. Einmal entschuldigen möchte mich auch noch vor mir. Das Gas, was mit dem Heli explodiert ist, das war der Blazer auf dem Kart. Der Blazer war erster. Der hat mich überholt, der Sausack, als ich den scheiß Fehler gemacht habe. Ist dann leider explodiert, aber Blazer, es tut mir leid, aber ich hoffe, du hast es gesehen. Es sieht auch extrem episch aus, wie das Kart hochgeht, Alter. Richtig geil. Oh mein Gott, Alter. Naja, das Kart-Event war extrem lustig. Die ersten zwei Rennen habe ich nicht aufgenommen. Das war in dem, noch auf der normalen Kartbahn. Das war nicht so cool. Muss ich leider sagen, das war nicht ganz so cool. Da gibt es ein bisschen mit der Bande und so ein paar Probleme. Aber auf der Straße bockt das richtig. Naja, wir haben gewonnen. Das ist jetzt Fakt. Was ich noch sagen kann, ist, ich weiß gar nicht, darf ich das sagen? Ich sag es einfach, fertig. In 2 Wochen, das ist Samstag, der 23. August, 20 Uhr, das nächste Event auf dem MyCortex-Server. Und zwar wird es ein Team Deathmatch-Event. Richtig geil. Last Man Standing gab es da schon mal, Team Deathmatch kommt jetzt. Und ich darf leider nicht zu viel sagen, oh Mann, aber entweder es findet irgendwo auf der Map statt, so wie sie jetzt ist, oder Freunde, es kommt was Neues auf die Map. Das Team von MyCortex und Bullet und Blazer herum gibt sich richtig Mühe. Und ich habe ein bisschen geluschert, ja, um das so zu sagen. Und es kommt was Neues auf der Map. Richtig geil, Freunde. Richtig geil. Extrem cool gemacht. Sieht richtig geil aus. Das wird richtig heftig. Und vielleicht findet ja sogar da statt. Mehr verrate ich jetzt nicht. Das ist alles. Der Rest dürft ihr spekulieren. Oder die Admins der. Nein, lieber nicht. Das kriegt noch Ärger. Auf jeden Fall, das ist es. So sieht's aus. Alles andere sehen wir mit der Zeit. Wir sehen uns jetzt erstmal weiterhin im normalen, ja, Let's Play von Alt is Life. Viele Grüße von allen von MyCortex, allen Mitspielern von mir und natürlich von den Jungs von KRK, wie dem Man Detective, wie Gensi und. Haut rein, Freunde, bis zur nächsten Folge. Euer Jadi. Ciao.